Ich habe hier eine Platte mit 80 mal 200 Zentimeter. Daraus soll eine Tischplatte für einen Schreibtisch entstehen. Das Ding dabei, es ist für einen Zwölfjährigen. Das bedeutet für mich, das Ganze soll später nicht unbedingt elegant aussehen, sondern vielmehr cool. Ja, und damit hallo zur Malstunde mit Mario. Denn ich muss mir vorher alles erst einmal skizzieren. Der Plan, der in meinem Kopf drin spukt, ist etwas schwierig zu erklären, aber ihr werdet es ja sowieso mitbekommen. Deshalb beginne ich jetzt erst einmal. Ich werde mir alles Mögliche aufzeichnen, so wie es später aussehen soll, und dann auch gleich alles, was später mit Harz befüllt wird, aussägen. Zwischenfazit, ich brauche eine Viereckbohrer. Nur nachdem die Malerei getrocknet ist, werde ich jetzt rückseitig abkleben, alles was ich ausgeschnitten habe. Und dann kommt endlich das erste Mal Harz zum Einsatz. Die kleinen Teile hier werde ich transparent gelb-orange ausgießen und die Blitze transparent weiß. Ich habe mir jetzt einiges an Harz vorbereitet. Im Endeffekt drei Farben: Schwarz, Dunkelblau und Hellblau. Ich habe sie auf relativ viele Gebände aufgeteilt, denn ich will es gelieren lassen und damit es mir nicht zu kochen beginnt während der Zeit, habe ich es einfach auf mehrere Gebände aufgeteilt. Zumindest die momentane Höhe im Rahmen und es sollte nicht zu kochen beginnen. Wenn es dann soweit ist und das Ganze schön dickflüssig ist, dann werde ich beginnen damit, ja, Wolken zu bilden. Ob das wirklich funktioniert, ich habe keine Ahnung. Aber ich werde es versuchen und wir werden es sehen.
Ja, mittlerweile habe ich deinen künstlerischen Part wieder abgelegt und bin wieder beim Handwerklichen. Lädband ist geklebt, das habt ihr gesehen. Ich habe mir mittlerweile auch die Abstandsleisten zurechtgeschnitten. Und genau diese werde ich jetzt hier an die Deckplatte, das was jetzt unten ist, ist ja die Oberseite im Endeffekt, anleimen. Und dann kommt die Deckplatte, beziehungsweise eigentlich die Bodenplatte, die jetzt hinter mir ist, obendrauf. Diese werde ich aber nicht verleimen, die werde ich nur verschrauben. Denn man sieht zwar später die Schrauben, aber sollte irgendwann etwas sein mit den Lädbändern, kann man die untere Platte öffnen und das Lädband austauschen. Und ganz ehrlich, auf der Unterseite völlig egal, ob man da Schrauben sieht oder nicht. Was ich dann noch machen werde, ist die LED-Beleuchtung mit dem Aluband abzukleben, so wie ich es hier schon testweise gemacht habe. Denn so geht die Leuchtkraft nicht irgendwo hier im Hohlraum verloren, sondern geht wirklich dorthin, wo sie hin soll. Und zusätzlich ist das Aluminiumband natürlich reflektierend und dadurch wird das Ganze nochmal verstärkt. Ich habe das hier in diesem kleinen Stück einfach getestet und man sieht definitiv einen wirklich relativ großen Unterschied dann vorne. Es ist viel heller. Ja, die letzten Endarbeiten kennt ihr aus genügend anderen meiner Videos. Ich habe trocken hochgeschliffen auf 800, nass auf 4000, dann grob poliert und zum Schluss noch fein poliert. Jetzt kommt noch eine Schicht Canauba-Wachs drauf. Die habe ich noch nicht gemacht, mache ich aber jetzt. Dann wird er verpackt und ich muss ihn auch heute noch ausliefern. Kurz mal dekoriert mit einer Tastatur und einem Monitor für die Fotos. Und ja, das war's. Für mich neu waren hier diese kreativen, künstlerischen Schwünge, aber hat dann auch ganz gut funktioniert. Sieht, denke ich, nicht so schlecht aus. Ja, ich zeige euch mir immer natürlich noch ein paar Detailaufnahmen und ich sage danke für die Unterstützungen mit den Daumen hoch und so weiter. Freue mich auf eure Kommentare. Ich werde natürlich wieder alle beantworten. Und ja. Dann hoffe ich, ihr schaut beim nächsten Video wieder rein und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bis bald.